Bocholt in Westfalen. Trotz ständiger Überflüge durch Bomber und Jagdverbände der Alliierten war die Stadt Bocholt bis auf einzelne Bombentreffer und Tieffliegerbeschüsse relativ unversehrt geblieben. Eine idyllische Mittelstadt, wie der Blick in die Osterstraße Richtung Marktplatz zeigt. Die Stunde Null. Es ist der 22. März 1945, 14.10 Uhr. 7 Tage vor der Eroberung wurde Bocholt von der Royal Air Force heftig bombardiert, um zu verhüten, dass die deutschen Truppen, die die Streitkräfte General Montgomerys bekämpften, über diese Stadt Verstärkung erhielten. Lore Westerhoff schrieb in ihr Tagebuch: Was man so lange erwartet hatte, ist unfassbare Tatsache geworden. Gegen 14 Uhr geschah es. Wir sahen, wie die Bomben auf die Stadt einprasselten und an allen Enden die Flammen hochschlugen. Nach kurzer Zeit lag vor uns nur noch ein übermächtiges Gebirge schwarzer Rauchwolken. Die Sonne war verdunkelt. Das war wohl das Ende einer blühenden Stadt. Ob unser Haus und die Färberei wohl noch stehen? Der Beobachtungsposten auf dem Turm des St. Georg-Gymnasiums hatte nach dem Wortlaut der Art der Eintragung in das Angriffsbuch wohl bereits nicht mehr mit einem Angriff gerechnet. Dort steht lapidar: um 14 Uhr Bombenangriff. Der furchtbare Angriff hinterließ neben einer zerstörten Stadt auch über 200 Tote. Die meisten Bocholter hatten sich aber in Vorahnung dessen, was da kommen würde, in die Bauernschaften begeben und mussten das fürchterliche Inferno von dort aus mit ansehen. Die Häuser waren nach einer knappen halben Stunde zu 84% unbenutzbar, davon 50% total zerstört. Im einzigen Krankenhaus, dem St. Agnes Hospital, stand kein Bett mehr. Von 10 Kirchen konnten 6 nicht mehr benutzt werden. Bocholts Hauptkirche, St. Georg, war zur Ruine geworden. Straßen und Wege waren vor Schutt und Bombenlöchern kaum noch erkennbar. Strom oder Gas gab es nicht. Wasser war nur an wenigen Handpumpen unaufbereitet zu haben. Industrie, Handel und Handwerk ruhten und schienen vollkommen vernichtet. Zum Aufatmen war keine Zeit. Schon in den späten Abendstunden des 28. März drangen die ersten britischen Panzer von Süden her in die Stadt ein, denen am 29. März Soldaten einer britischen Luftlandedivision folgten. Am 29. März abends gaben die deutschen Soldaten ihre Stellungen auf und setzten sich in nördliche Richtung ab. Der kriegsversehrte Kreisleiter Steinhorst, der lange Zeit die Bocholter Bevölkerung mit Durchhalte- und Endsiegparolen und mit Kriegsgerichtsdrohungen drangsaliert hatte, hatte sich ebenso wie Bocholts Oberbürgermeister Franz Rottmann nach Osten abgesetzt. Die Alliierten hatten sich mit der Bombardierung Bocholts einfach freie Bahn gebombt und geschossen, um den Norden Deutschlands sicherer und schneller besetzen zu können. Auch der sogenannte Westfalenwall, der von Hitlerjugendeinheiten und zumeist unfreiwillig dienstverpflichteten Volkssturmmännern unter anderem in Bocholts Norden aufgerichtet werden sollte, war angesichts der Technik der Kriegsmaschinerie
eine Farce. Der tägliche, oft mehrfache zermürbende Sirenenalarm bei Annäherung alliierter Flugzeuge, Granateinschläge, MG-Feuer und unzählbare Gewehrschüsse waren nach dem 29. März 1945 auf einmal verstummt. Die meisten atmeten auf. Der Krieg war für Bocholt und seine nur mehr 8000 Einwohner zu Ende. Entsprechend den Beschlüssen der Londoner Konferenz vom 12. September 1944 und der Konferenz von Jalta vom 4. bis 11. Februar 1945 wurde Deutschland nach dem Kriegsende am 8. Mai 1945 zunächst in drei, dann in vier Besatzungszonen mit Militärregierungen aufgeteilt. Bocholt zählte zur britischen Zone. Repräsentant der britischen Militärregierung für das Gebiet Bocholt-Borken war der Kreis Resident Officer Major Dobbs. Nach dem Einzug der britischen Truppen fragten Offiziere im Kloster zum guten Hirten nach einer geeigneten Persönlichkeit für das Amt des Bocholter Oberbürgermeisters. Die Schwesterassistentin Hyacinthia gab zur Antwort Dr. Benölken. Er war Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und anerkannter Gegner der Nazis. Dass er keine politische und verwaltungstechnische Erfahrung hatte, störte die Engländer nicht. Was zählte, war die einwandfreie politische Vergangenheit. Am 31. März 1945 wurde Dr. Benölken zum Stadthauptmann erklärt und am 6. Juni zum kommissarischen Oberbürgermeister ernannt. Nun fangen sie an. Mit diesem Auftrag wurde ihm das beschlagnahmte, kaum kriegszerstörte St. Georg-Gymnasium als Dienstgebäude zur Verfügung gestellt. Das von ihm im Auftrag der Militärregierung gebildete Magistratskollegium, die Stadtverordnetenversammlung, hatte nur beratende Funktion. Die Richtschnur hieß auf Anordnung der Militärregierung. Dr. Benölken scharte eine Reihe hervorragender Persönlichkeiten, wie seinen Stellvertreter Grennebach, um sich, die die Aufräumarbeiten leiteten und die städtische Verwaltung mit übernahmen. Zunächst galt es, Straßen und Wege von den Trümmern der zerstörten Häuser zu befreien. Es zeigte sich, dass die Trümmerräumung ein jahreandauerndes Problem blieb. Treibstoff für den Abtransport fehlte und die meisten Fuhrwerke wurden in der Landwirtschaft gebraucht. Auch die Verpflichtung der Bürger zur Räumung ist nicht ganz reibungslos verlaufen. Anfangs konnte man sich davon sogar freikaufen. In Gemeinschaftsarbeit räumten die Bocholter Männer und Frauen gleichermaßen Schutt beiseite und bauten provisorische Unterkünfte. In einer Art Materialabkommen übersah die Stadtverwaltung die nicht genehmigte Beschaffung von Baumaterial. Sie erhielt selbst 50% davon. Bocholts Haussubstanz war weitgehend zerstört. Neben dem Materialmangel erschwerte die alliierte Bausperre den Wiederaufbau der Stadt. Jede bauliche Maßnahme war genehmigungspflichtig, behelfsmäßige Instandsetzungen waren aber erlaubt. Durch das von der Militärregierung veranlasste Abdecken landwirtschaftlicher Nebengebäude im Kreis Borken konnten ca. 1 Million Dachziegel, natürlich gegen den heftigen Widerstand der Landwirte, für Bocholter Wohnhäuser und öffentliche Gebäude gewonnen werden. Um die wenigen vorhandenen Lebensmittel gerecht zu verteilen, wurden wie schon im Krieg Lebensmittelkarten ausgegeben. Die ersten Rationen betrugen für den Normalverbraucher zunächst nur 800 Kalorien pro Tag. Statt Bohnenkaffee trank man Muckefuck, das heißt Malzkaffee. Dazu gab es Maisbrot, weil für die helfenden Amerikaner Deutsch Korn verkehrt als Korn, das heißt Mais, übersetzt wurde. Angesichts der latenten Unterernährung in Deutschland und Europa begannen die USA die Care-Pakethilfe. Wie für eine Bocholter Familie verwendete man dazu unter anderem die Verpflegungskartons der US-Soldaten. Auch das noch.
In einer kalten Februarnacht 1946 wachte der Bocholter Rechtsanwalt Heberling im noch benutzbaren Keller seines weitgehend zerstörten Hauses am Amtsgericht in Panik auf. Das Wasser stand ihm bis zum Hals. Bocholt war plötzlich vom Hochwasser der A heimgesucht worden. Friedrich Kleinke, der damalige Leiter der Siemens-Fabrik, berichtete, in den ersten Februartagen 1946 gingen in dem Gebiet zwischen Münster und Bocholt tagelang ungewöhnlich starke Regenfälle nieder. Die Schleusen, Wehranlagen und Dämme im Raume östlich von Bocholt waren durch die Kriegshandlungen weitgehend in Mitleidenschaft gezogen worden und hielten dem Druck der Wassermassen nicht stand. In der Nacht vom 6. zum 7. Februar 1946 durchbrachen sie die letzten Hindernisse, überfluteten die Dammanlagen in Ost-West-Richtung und überspülten die ganze Stadt und das umliegende Land, während alles schlief. Doch Zähigkeit und langjähriges Training im Improvisieren obsiegten und die Bocholter hatten ja einen mächtigen Sympathisanten, Major Dobbs. Er war von Anfang an bemüht, die Bevölkerung zu unterstützen und den Wiederaufbau zu fördern. Schließlich heiratete er in Bocholts Rathaus seine Sekretärin, eine Bocholterin von der Nordallee. Schwarzmarkt war der rechtswidrige Gebrauch von zwangsbewirtschafteten Nahrungsmitteln und Gütern. Darunter fielen Schwarzhandel, Tauschgeschäfte, Hamstern, Schwarzschlachten und Lebensmittelkartenbetrug. Schwarzmarkt gab es auch in Bocholt, nicht nur nach dem Hörensagen. Gleichzeitig betrieb man intensive Vergangenheitsbewältigung, auch öffentlich, Entnazifizierung. Mit diesem Begriff wurde nach 1945 das Vorgehen der Besatzungsmacht gegen ehemalige Nazis beschrieben, die bestraft und möglichst aus allen politischen und wirtschaftlichen Stellungen entfernt werden sollten. Allgemein gingen die Engländer in Bocholt dazu über, anhand von Fragebögen alle Personen zu überprüfen. Jeder bangte nach seinem Persilschein. Als Persilscheine wurden während der Entnazifizierung die Ehrenerklärungen bezeichnet, die von anerkannten Gegnern des Nationalsozialismus für Betroffene abgegeben wurden und hoch im Kurs standen. Es entwickelte sich natürlich ein verzweigtes Gefälligkeitssystem. Von den 15 Bocholter Schulen wurden 10 Volksschulen, die städtische Marienschule und die Berufsschule zerstört. Erhalten blieben, bis auf kleinere Schäden, das St. Georg-Gymnasium, die Clemens-August-Schule und die Fildeken-Schule. Der Unterricht begann im September 1945 und war zunächst vierschichtig in den Schulen der umliegenden Gemeinden, die nicht zerstört waren, wie zum Beispiel Lohweg und Holtweg. Aber auch im Kloster zum Guten Hirten und in einigen Gaststätten wurden die Kinder untergebracht. Vielen Schülern ist auch der Unterricht in den sogenannten Nissenhütten noch in guter Erinnerung, die auch von Ministerpräsident Arnold während seiner Grenzlandreise besichtigt wurden. Nach seinem Besuch am 22.11.48 wurden Bocholt Mittel aus dem Grenzlandfonds bewilligt. Damit begann der systematische Aufbau der Bocholter Schulen. Zunächst wurden die Volksschulen wiederhergestellt, da der größte Teil der Jugend die Volksschulen besuchte. Die Militärregierung veranlasste ab 18. März 1946 eine tägliche Schulspeisung und Kleinkinderspeisung. Die Zubereitung erfolgte aus englischen Beständen. Als Speise gab es unter anderem den blauen Heinrich, eine dünne Suppe aus 10 Gramm Fett, 15 Gramm Zucker und 10 Gramm Nährmitteln pro Person, zum Beispiel Graupen. Im Sommer 1950 wurde die Schulspeisung des englischen Roten Kreuzes eingestellt und von der Stadt Bocholt in Eigenregie für besonders bedürftige Kinder weitergeführt. Wenige Sprengbomben, aber viele Brandbomben hatten Bocholt zur Ruine gemacht. Ein Schadensplan zeigt das Ausmaß der fürchterlichen Zerstörungen, die aber überwiegend überirdisch waren. Das heißt, die Versorgungsleitungen und Fundamente waren im Allgemeinen noch in Ordnung.
Es wurde bereits 1946 während des Bauverbotes entschieden, Bocholts historisches Stadtbild wieder aufzubauen. Die Verkehrsverhältnisse sollten verbessert werden. Eine Verbreiterung sämtlicher Straßen wurde jedoch abgelehnt, weil die Zurücklegung der zum Teil noch erhaltenen Hausfronten unerschwingliche Kosten verursacht hätte. Das traditionelle Stadtbild konnte so an den meisten Stellen erhalten bleiben. Aus Bocholt waren 787 Wehrmachtsangehörige und 34 Zivilpersonen vermisst. Beim DRK Bocholt gingen zwischen 1945 und 1965 ca. 3200 Suchanträge ein, von denen ungefähr 1400 geklärt werden konnten. Bis Ende 1948 waren die meisten Kriegsgefangenen aus der Gefangenschaft bei den westlichen Alliierten entlassen worden, nicht jedoch aus der Sowjetunion. Im Jahre 1935 wurde im Stadtwald für die infolge der Dollfuß-Affäre aus Österreich ausgewiesenen Mitglieder der SA ein umzäuntes Lager errichtet, das nach dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 dem Deutschen Arbeitsdienst, dann der Wehrmacht vor allem als Kriegsgefangenenlager gedient hatte. Ab 1948 war es Auffanglager für sogenannte Displaced Persons, von denen viele von hier aus in alle Teile der Welt gingen. Auch Flüchtlinge aus der SBZ fanden hier eine erste Bleibe. Obgleich das Lager weit vor den Toren der Stadt lag, war der Kontakt zur Bocholter Bevölkerung am gemeinsamen Arbeitsplatz oft gegeben. Anfang der 50er Jahre wurde das im Volksmund auch heute noch als Stalag bezeichnete Lager wegen seines schlechten Erhaltungszustandes geschlossen und nur 1956 für die Ungarnflüchtlinge noch einmal benutzt. Einige der ehemaligen Lagerbewohner fanden in Bocholt eine neue Heimat. Nachdem man sich 1947 in Bocholt mit sogenannten Kleingeldschecks behalf, die Oberstadtdirektor Ludwig Kaiser nicht ganz rechtmäßig ausgegeben hatte, verlor am 20. Juni 1948 die von der alliierten Besatzungsmacht eingeführte Währung ihre Gültigkeit. Die deutsche Mark, D-Mark, wurde als allgemeingültiges Zahlungsmittel für die drei Westzonen verbindlich. Jeder Bürger bekam ein sogenanntes Kopfgeld von zunächst 40 D-Mark, das in einer zweiten Auszahlung Anfang September 1948 um 20 D-Mark aufgestockt wurde. Das war das Kapital für den Start ins Wirtschaftswunder. Plötzlich war vieles wieder da. Am 23. Mai 1949 verkündete Konrad Adenauer, Präsident des Parlamentarischen Rates, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Am 14. August 1949 gingen die Westdeutschen zum ersten Mal zur Bundestagswahl. Konrad Adenauer, CDU, wurde zum ersten Bundeskanzler der neuen Bundesrepublik gewählt. Kurz zuvor, am 23. April 1949, fand durch Vereinbarung der westlichen Alliierten vom 1. Juni 1948, die sogenannten Londoner Empfehlungen, eine Korrektur der Westgrenze Deutschlands statt. Ein Teil Suderwicks, der Ortskern mit einem Drittel der Einwohner, kam dabei unter niederländische Gebietshoheit. Suderwick bestand damals diesseits und jenseits der deutsch-niederländischen Grenze. Jeder, der den Zoll passierte, musste sich ausweisen. Ausweise wurden aber für die Grenzbewohner nur auf besondere Begründung hin ausgegeben. Dieser Zustand des geteilten Suderwick wurde erst in der Nacht vom 31. Juli zum 1. August 1963 beendet. Die seit 1949 abgetrennten Gebiete kehrten ohne jedes Zeremoniell unter die deutsche Verwaltung zurück. Am 1. März 1950 entfielen die letzten Lebensmittelrationierungen. Die ersten deutschen Mädchen liefen im Badeanzug über die Laufstege, um Miss World zu werden. Eine Reisewelle überschwemmte das Land. Ferien mit Bus, Motorroller oder sogar Auto und Zelt ins Traumland Italien. Eine Sensation kam aus Amerika, Nylongewebe, pflegeleicht, doch nicht sehr hautfreundlich und schnell entflammbar, verschwand es bald wieder vom Markt. Das erste Mickey-Maus-Heft erschien.
Der Skandalfilm der Nachkriegszeit war Die Sünderin. Hildegard Knef war sekundenlang nackt auf der Leinwand zu sehen. Der Bocholter Rat verbot die Vorführung des Films in Bocholt. In den 50er Jahren beherrschten unter anderem die Klein- und Kleinstwagen das Straßenbild. Das Goggomobil, die BMW Isetta oder die Messerschmitt Kabinenroller füllten die Lücke zwischen Motorrad und herkömmlichem Pkw. Unter maßgeblicher Lenkung durch Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard und unter idealen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen brachte die Einführung der sozialen Marktwirtschaft eine Verdreifachung des Bruttosozialproduktes. Das Wirtschaftswunder. Man fing wie Werner Nass Ecke Dingsperloer Straße Westend klein an. Wie Ludwig Erhard rauchten auch die Bocholter Ratsherren und Pfarrer Zigarren. Nicht nur die Zigarren, auch die Schornsteine rauchten wieder. Das Leben hatte sich nach der Währungsreform schnell wieder normalisiert und Arbeit gab es genug, wenn auch nur für geringen Lohn. Ein Streifzug durch das Bocholt der frühen 50er Jahre zeigt eine geschäftige Stadt, die bereits erste Verkehrsprobleme zu bewältigen hatte. Die Schuttberge waren weggeräumt. Mancher hatte sich sogar schon wieder ein kleines Vermögen erarbeitet. Das hauptsächliche Fortbewegungsmittel war freilich nach wie vor das Fahrrad. Das Leben normalisierte sich. Anders als in der direkten Nachkriegszeit gab es wieder genug Kohle und Kochgas. Noch bevor Dr. Junker, der Leiter der Stadtwerke, als der küssende Gasmann Erdgas zum Heizen propagierte. Bocholts Bahnhof war zentraler Punkt mit Gleisen in alle vier Himmelsrichtungen, wenn auch die Strecke nach Norden nach dem Krieg nur noch bis Barlow reichte. So mancher fuhr damals im Eilzug von Bocholt nach Münster schneller als heute mit dem Auto.
Wochenmarkt und Krammarkt auf dem Liebfrauenplatz boten reichlich all das, was die Kauflust befriedigte. Vor allem Lebensmittel wie Käse und Fisch aus Holland waren wieder im Angebot. Der Gürtel brauchte nicht mehr enger geschnallt zu werden. Die Märkte waren Magnet für Stadt und Land zugleich und boten wieder Gelegenheit zu einem Brötchen. Ein Rundblick vom Turm der Liebfrauenkirche Mitte der 50er Jahre. Rund 10 Jahre nach dem Zusammenbruch lässt er ahnen, was Fleiß und volkswirtschaftliches Denken der Bocholter wieder erstehen lässt. Kriegserlebnisse und Grenzkorrektur in Suderwick erschwerten einen freundschaftlichen Neubeginn. 1952 kamen die Bürgermeister der niederländischen Nachbarstädte Aalten und Winterswijk zum ersten Treffen mit dem Oberbürgermeister von Bocholt, Otto Kemper, zusammen. 1958 wurde dann der letzte Grenzübergang Bocholts, Barlo-Woold, wiedereröffnet. Offizielle Kontakte zu England wurden 1952 durch Jugendaustausch mit Raunstall, heute Rossendale, begründet. Englische Bürgermeister und Stadtdirektoren trafen sich 1958 in Bocholt. Bocholt war wegweisend für ein vereintes Europa, wie das europäische Omelett von Alfred Moser 1956 zeigte, mit Hühnereiern aus ganz Europa. ...1945 war die Zahl der Wohnungen von 8.423 vor dem Krieg auf 3.894 gesunken. Um das Defizit an Wohnraum zu beheben, legte die Stadt Bocholt ab 1949 den Schwerpunkt im Wohnungsbau auf die Erschließung neuer Wohngebiete. ...1954 waren 7.755 Wohnungseinheiten erreicht, die jedoch aufgrund des starken Bevölkerungszuwachses den Bedarf noch nicht decken konnten. Die drei Bocholter Wohnungsbaugesellschaften gaben von 1945 bis 1954 über 11 Millionen D-Mark aus und schufen hier mit dem sprichwörtlichen Fleiß der Bocholter und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Bocholter Stadtsparkasse und den anderen Banken eine moderne Stadt. Die Bemühungen konzentrierten sich auf die Siedlungen Heuting-Esch in den Hagensweiden, Herzogstraße, Heroldstraße, in der Kickheide, Giethorst, Jörgstraße und Vildeken.
Einige Grundsätze beim Bau der Siedlungen lauteten möglichst wenig Durchgangsverkehr, Querschnitt aller Bevölkerungsschichten, private Einzelhäuser und Mietwohnblocks, Abstand der Bauten und ausreichende Freiflächen für Grünanlagen. Und die Blagen hatten einen Abenteuerspielplatz mit viel Modderpappe. 1949 gab es Wohnungsbaumittel von Land und Bund über die Marshallplanhilfe. Im gleichen Jahr wurde mit dem Bau der Parksiedlung Heutingesch begonnen, seinerzeit das erste größere Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen. Trotz der akuten Wohnungsnot wurden solide Klinkerbauten statt der damals oft üblichen Primitivwohnungen gebaut. Bocholt war wieder einmal für seine Zeit avantgardistisch. Als die ersten Wohnungen im Heutingesch fertiggestellt waren, zog ganz Bocholt zur Besichtigung hin und schwärmte vom hohen Standard der Mustereinrichtung. Die zentrale Grünanlage in Bocholt war nach wie vor der Langenbergpark mit dem Meckermann von Eugen Sewert. Kinderspielplatz und Freizeitpark waren hier seit mehreren Jahrzehnten aus dem ehemaligen städtischen Friedhof entstanden. Hier war die Zeit stehen geblieben. Die Wiederaufbauleistung der Bocholter Industrie- und Geschäftswelt stand dem Wohnungsbau durchaus nicht nach. Man warb sogar schon für neue Industrieansiedlungen und präsentierte stolz Wiederaufbau und eigene Erzeugnisse. Wir bauen auf oder bokelt baut wer up, war das Motto der ersten Bocholter Leistungsschau nach dem Krieg im September 1950. Mit der zweiten Leistungsschau 1954 über alle Grenzen Bocholt stellt aus, wurde schon der europäische Gedanke angesprochen. Blicken wir noch einmal zurück. Bei der Zerstörung Bocholts durch den Luftangriff am 22. März 1945 wurde das historische Rathaus ein Opfer der Brandbomben. Das schwere Eichenholzdach, Parkett und Treppenbeläge in sämtlichen Geschossen brannten aus, während die vorhandenen Eisenbetondecken der Brandeinwirkung widerstanden. Der Südgiebel stürzte später bei einem Sturm ein und durchschlug die Decke des Erkerzimmers. Auch der Zwerchgiebel mit seinem Hochrelief des Drachenkampfes St. Georgs war so weitgehend geschädigt und baufällig, dass er aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. Die Balustrade wurde vernichtet. 1945 bis 1955 erfolgte der planmäßige Wiederaufbau. Zunächst wurden die Räume des Erdgeschosses und ersten Obergeschosses, das Treppenhaus und das Erkerzimmer wiederhergestellt, dann das Äußere des Gebäudes und im letzten Bauabschnitt das zweite Obergeschoss mit dem Sitzungssaal. Bildhauer Manes Schlatt legte bei den Steinmetzarbeiten tatkräftig Hand an und überreichte in schwindelnder Höhe der Justitia ihr Richtschwert. Als Till betrachtete er heute mit seiner Frau aus sicherer Höhe in der Fassade des Rathauses das Marktgeschehen. Der Wiederaufbau der völlig zerstörten Bocholter St. Georgskirche aus dem 15. Jahrhundert wurde 1948 angegangen. Viele neue Steinmetzarbeiten waren notwendig. Der Schutt bot wenig Brauchbares.
Im Dezember 1950 war das Gebäude weitgehend wieder erstellt. Der die alte Pepperbüsse ersetzende heutige Turmhelm nach den Entwürfen von Professor Rudolf Schwarz wurde im Dezember 1957 aufgesetzt. Nach knapp siebenjähriger Wiederaufbauzeit konnte die Liebfrauenkirche 1952 wieder in ihrer früheren Größe benutzt werden. Die Seitenkapelle wurde später wiederhergestellt und im Februar 1956 als Anbetungskapelle übergeben. Die St. Josef-Kirche wurde als erste der zerstörten Kirchenbauwerke Bocholts schon 1949 wieder in Benutzung genommen. Das Gebäude der Stadtsparkasse am Amtsgericht war im Phosphorregen ein Raub der Flammen geworden. Die Türen der Tresore waren durch den Brand aus der Form geraten und nicht zu öffnen. Eine Plünderung der Akten und der Bargeldbestände war deshalb nicht möglich. Zunächst auf Gut Moddenburg, dann im Georgsgymnasium und seit 1948 wieder an alter Stelle erhielt die Stadtsparkasse 1954 ihr eigenes zentrales Gebäude am St. Georgsplatz. Man hatte in der Nachkriegszeit wieder bei Null anfangen müssen, da am Ostersonntag 1945 auch noch alle Unterlagen verbrannten. Ob da jemand nachgeholfen hatte? In Bocholt lebt man wieder und feiert. Kappenabende, Karnevalsbälle und Rosenmontagszüge wurden zu Höhepunkten eines ausgelassenen Lebensgefühls. Die jährlichen Schützenfeste durften wieder von allen Vereinen gefeiert werden. Brauchtum und Tradition waren nicht unter die Trümmer geraten. Auch die in den Kriegen Gefallenen hatte man nicht vergessen. Die Nachbarfeste. Nachbarschaft hatte sich in schwerer Zeit bewährt. Jetzt konnte man sich mit den Nachbarn sorglos freuen und wieder auf die Pauke hauen. Und Kirmes bedeutete für die Bocholter wieder eine Datierung. Ist das Pferdekarmesse auf Norderkarmesse? Direkt nach dem Krieg begann hier übrigens Deutschlands großer Zauberkünstler Alexander Adrion seine Karriere.
Für die Kinder war St. Martin ein Höhepunkt. Jedoch waren es zunächst noch winzige Stückchen Schokolade, die den Schülern aus britischen Beständen in die Tüte gegeben wurden. Wie schon 1898 in Spork hatten die sportbegeisterten Bocholter sich neben ihren Fußballanlagen auf dem Hünding 1952 den Luxus einer eigenen Radrennbahn geleistet, die so manches Sechstagerennen und Motorradrennen sah. Die Anlage wurde zum Großteil mit dem Bauschutt der kriegszerstörten Häuser errichtet. Die Politik des Rates förderte das sportliche Engagement der Bocholter. Einige Jahre später, 1964, errangen zwei Bocholter Radrennfahrer bei den Olympischen Spielen sogar die Goldmedaille. Prozessionen, insbesondere die Fuß- und Radwallfahrten nach Kevela, erlebten zum Wiederbeginn nach dem Krieg einen ungeahnten Aufschwung. Hochwasser 1960. Der Wiederaufbau im Erhardschen Wirtschaftswunder war weitestgehend vollzogen, als in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 1960 die Bocholter Ahr wieder über die Ufer trat und Bocholt überschwemmte. Bei allem Bauboom hatte man die Gefahr des Hochwassers vergessen. Hohe Wasserschäden in der Industrie und viele nasse Füße führten endlich dazu, dass man die A-Regulierung anging und einen Vorfluter, den späteren A-See, als Puffer forderte. Einsatz und Tatkraft der Bocholterinnen und Bocholter meisterten auch das Hochwasserproblem. Zu Beginn der 60er Jahre war aus Trümmern und Staub wieder eine funktionsfähige und ausstrahlende Stadt geworden. Den Frauen und Männern dieser entbehrungsreichen Jahre sagen die heutigen Generationen Dank. Musik.